Vielleicht kennst du das als Führungskraft oder Unternehmerin. Du musst eine Präsentation halten, ein wichtiges Verkaufsgespräch. Vielleicht willst du nur vor die Kamera treten oder musst ein Meeting halten oder sonst irgendetwas Wichtiges vor anderen sagen. Und wenn du nur daran denkst, dann zieht sich dein Magen zusammen. Du bekommst Schweißausbrüche, deine Hände werden nass, dein Herz rast, es springt dir förmlich aus dem Hals heraus und du fühlst dich hilflos und perspektivlos, wie du das ändern sollst. Das verstehe ich nur allzu gut. Das ist die alte Socke, die du endlich loslassen darfst. Mein Name ist Maria Starrbacher und ich helfe Menschen dabei, sicher souverän und selbstbewusst aufzutreten, ohne Schweißausbrüche und Nervenzusammenbruch. Ja, wie gesagt, ich kenne das sehr, sehr gut und ich weiß, wie schrecklich sich das anfühlt und wie hilflos man sich dabei ausgeliefert fühlt. Und ich habe sehr, sehr, sehr darunter gelitten. Nicht nur vorher, sondern speziell danach, weil ich gewusst habe, dass ich es viel, viel besser kann. Aber dieses scheußliche Lampenfieber, diese Rede- und Auftrittsangst hat mich davon abgehalten, aufs nächste Level zu kommen, den Erfolg zu haben, den ich mir gewünscht habe, weiterzukommen in meinem Leben, weiterempfohlen zu werden und, und. Und das war wirklich ein furchtbares Gefühl. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich endgültig genug hatte davon und ich gesagt habe, diesen alten Scheiß, der mir da immer ins Ohr flüstert, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, was werden die anderen sagen und, was ist, wenn ich was Falsches sage, wie ich gesagt habe, das lasse ich jetzt los und ich eine Methode entwickelt habe, mit der ich schon über 4.500 Menschen geholfen habe. Ohne Schweißausbrüche, ohne Angst, ohne Zittern, ohne Atemnot auf ihre Bühnen zu gehen. Und genau das kannst du auch. Ich habe diese Methode entwickelt und ich kann dir jetzt, Gott sei Dank, die Hand reichen und sagen, du geh doch ein Stück des Weges mit mir. Stell dir vor, du kannst sicher, souverän, selbstbewusst auftreten, ohne diese inneren Zweifel oder vielleicht sogar Schuldgefühle, dass du es nicht besser machst, obwohl du es könntest. Denn du hast doch etwas zu sagen, du hast vielleicht eine wichtige Botschaft oder musst einfach wichtige Dinge präsentieren. Und wenn ich dir die Hand reiche, dann geht es nicht nur darum, dass du dich sicher und wohl auf der Bühne fühlst, sondern auch darum, dass dir dein Publikum gut folgen kann. Denn dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung von Souveränität und Kompetenz. Und die Menschen werden es lieben, dir zuzuhören. Und sie können dir einfach besser folgen, weil du klar bist, fokussiert bist. Und du weißt, was du willst. Und das blöde Lampenfieber kann deine Botschaft einfach nicht mehr zerstören und kaputt machen. Und den Beitrag, den du dazu leistest in der Welt, ist einfach genial. Du wirst lernen, aus dir herauszusprechen, dein ganzes Potenzial, das ja da drinnen ist in dir, das da nur versteckt schlummert, aus dir herauszuholen und es zu deinem und zum Wohle der anderen einzusetzen. Wäre das nicht großartig? Und nicht nur das, es wird sich auch in deinem Umgang in privaten Situationen ganz viel tun. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Kunden, die mir dann berichten, dass sie viel selbstbewusster und selbstsicherer auftreten, viel spontaner aus sich herausgehen und sich nicht dauernd überlegen, was werden denn die anderen über mich sagen, was werden die denken, darf ich das sagen, kann ich das sagen, hui, das ist ja vielleicht schlecht und so weiter. Ja, und wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann
lade ich dich sehr herzlich ein dazu, mich einmal persönlich kennenzulernen in einem kostenlosen und natürlich unverbindlichen Gespräch, wo wir schauen, wo du stehst, wo wir schauen, ob ich die Person überhaupt sein kann, die dir helfen kann und auch natürlich, ob du die Person bist, mit der ich arbeiten möchte. Und wenn du dich entschließt, diesen Schritt zu tun und das Lampenfieber, die Auftritts- und Redeangst endlich anzugehen, dann wirst du zu dem elitären Kreis gehören, die auf der Bühne beim Präsentieren oder in welchen Situationen du auch wirklich bist, deine Persönlichkeit zu zeigen und mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen, sodass deine Zuhörer dir gerne folgen und dir gerne zuhören und deine Überzeugungskraft so groß ist, dass du sie einfach so mitnimmst. Wenn du das willst, buch dir gerne einen kostenlosen Termin. Meinen Online-Terminkalender findest du da unten. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dich kennenzulernen und dir mit deinem Lampenfieber weiterzuhelfen. Ja, und warum ich das mache, weil es mir so ein Anliegen ist, weil ich weiß, wie belastend das sein kann, wie fürchterlich, wie sehr das die Lebensqualität einschränkt, wie sehr das deine Performance ruinieren kann und wie sehr es dich daran hindert, dein Potenzial wirklich zu entfalten. Es ist so schrecklich, aber ich habe selber so sehr darunter gelitten, dass ich jetzt gesagt habe, es ist Schluss damit und ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, dieses Thema endlich in den Griff zu bekommen. Also, wenn du willst, dann buch dir einen Termin bei mir. Ich freue mich auf dich, deine Maria Staribacher.